Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um meine Herbst-Must-Haves beziehungsweise um 5 Dinge, die meiner Meinung nach jedes Mädchen im Herbst braucht. Ich weiß, jeder Mensch ist anders, aber das sind für mich so 5 Basic-Dinge, auf die ich im Herbst einfach nicht verzichten kann. Und das erste ist auf jeden Fall mal Tee. Ich bin ein Mensch, ich bin sehr, sehr pingelig, was Tees betrifft. Ich trinke eigentlich fast nur Früchtetees, weil ich irgendwie so ein bisschen diese Süße brauche. Allerdings trinke ich ihn auch ohne Zucker. Das heißt, ich weiß auch nicht so genau, was mit meinem Kopf nicht richtig ist. Aber so diese typischen Earl Grey oder Kräutertees oder so, die mag ich eigentlich gar nicht so. Und mein allerliebster Tee und eigentlich so der, den ich immer im Herbst trinke, ist dieser hier von Teekanne. Und der nennt sich Herzkirsche. Und wie der Name schon sagt, ist das ein Tee, der nach Kirsche schmeckt. Sehr selbsterklärend. Ich bin inzwischen sogar dazu übergegangen, dass ich zumindest in der kalten Jahreszeit sogar zum Frühstück Tee trinke, was für mich absolut ungewöhnlich ist, da ich eigentlich seit Jahren Kakao oder dann ein bisschen später auch Kaffeetrinkerin geworden bin. Aber ich habe irgendwie immer ein bisschen das Gefühl, dass Tees mein Immunsystem aufbessern und deswegen ist das, wenn es dann Richtung Herbst und Winter geht, doch ein ziemliches Must-Have für mich, weil ich irgendwie immer Angst habe, krank zu werden. Und in den meisten Fällen werde ich auch Anfang Oktober krank, was bereits der Fall war. Aber ich versuche zumindest mit Tees da entgegenzusteuern. Outfit-technisch für mich im Herbst absolut unverzichtbar sind Oversize-Pullis. Und entweder ihr kauft euch einfach einen, der sowieso schon Oversize sein soll, oder ihr nehmt ihn einfach ein paar Nummern größer, so wie der hier jetzt. Ich glaube, den habe ich mir vor einem Jahr oder so bei Kult gekauft. Oder eine Variante, die ich auch sehr, sehr gerne trage. Ihr klaut euch einfach von eurem Freund, Bruder, Vater einen Pulli und lauft damit einfach rum. Ich finde, Oversize-Pullis sehen einfach immer süß aus, egal ob zu Jeans oder zu Leggings. Sie sind total gemütlich und sehen eigentlich auch fast immer sehr süß aus, von dem her trage ich persönlich sehr gerne diesen Gammel-Look hier. Etwas, was bei mir im Herbst auch absolut nicht fehlen darf in der Wohnung, sind Kerzen. Und ich habe wirklich unheimlich viele davon. Das ist jetzt nur mitunter meine neueste Errungenschaft. Das ist eine von Yankee Candle und die nennt sich Pink Sands. Die hatte ich letzten Herbst auch schon und irgendwie verbinde ich die seitdem ein bisschen damit, obwohl sie absolut nicht herbstlich riecht. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das so einen richtig schönen frischen Geruch und wenn man von draußen aus der Kälte kommt, dann ist es total angenehm und man fühlt sich gleich wohl in der Wohnung und deswegen freue ich mich auch schon, sobald die alte komplett runtergebrannt ist, die hier anzuzünden, weil das ist irgendwie so, ich weiß nicht, mein Herbstduft. Ich liebe es einfach, an einem kalten Herbsttag nach Hause zu kommen, mich einzukuscheln, eine Kerze anzuzünden, um richtig Stimmung zu machen und dann das nächste zu tun, was ich euch auch gleich vorstellen werde. Und zwar ist das ziemlich oldschool, einfach lesen. Ich gebe zu, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel Zeit im Internet verbringt. Ich schaue mir unheimlich gerne Serien an. Ich bin auch sehr viel auf sozialen Netzwerken unterwegs. Aber ich finde, gerade eine kältere Jahreszeit lädt einen so wunderschön dazu ein, ein bisschen abzuschalten, sich irgendwo hinzusetzen und ein gutes Buch zu lesen. Und irgendwie jetzt, wo auch die Uni wieder anfängt, bin ich ein Fan davon, einfach abgesehen von den Büchern, die man ja sowieso lesen muss, einfach mal wieder was zu lesen, was einem Spaß macht. Und gerade lese ich von Jessica Warman, Manche Mädchen müssen sterben. Ich bin jetzt gerade bei der Hälfte und bisher bin ich ziemlich beeindruckt davon. Das hat meine Freundin empfohlen und anfangs war ich mit der Story nicht so ganz, ja, ich wusste nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Es geht nämlich um ein Mädchen namens Liz, was am Morgen ihres 18. Geburtstages aufwacht, einen Schritt nach draußen setzt und ihre Leiche findet. Sie ist verständlicherweise ziemlich geschockt und weiß nicht so ganz, was sie damit anfangen soll. Und versucht herauszufinden, wie sie denn überhaupt gestorben ist, weil sie kann sich einfach nicht daran erinnern. Noch dazu trifft sie dann in diesem Zwischenjenseits einen ehemaligen Mitschüler von sich, der auch gestorben ist und sich auch nicht ganz daran erinnern kann, wie jetzt genau und vor allem, wer ihn getötet hat. Und die beiden versuchen einfach herauszufinden, wie genau sie zu Tode gekommen sind, wer daran Schuld hat, ob es vielleicht doch nur ein Unfall war und
ja, lassen einfach so ihr vergangenes Leben ein wenig Revue passieren. Und ich muss sagen, bisher gefällt es mir wirklich unheimlich gut. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf, wie es denn enden wird, weil ich habe mehrere Theorien, was genau passiert sein könnte. Aber das kann ich euch leider nicht verraten, ohne zu spoilern. Ich würde es an eurer Stelle einfach mal selbst lesen, wenn es euch interessiert. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung bis hierher. Außer es hat jetzt ein echt katastrophales Ende. Dann lasse ich es euch aber wissen. Zu guter Letzt noch etwas, was man ab dem ersten halbwegs kalten Herbsttag bei mir auf der Couch finden wird, ist eine Kuscheldecke. Und ich könnte die in 10.000 Ausführungen haben. Ich brauche einfach immer und überall eine. Ich liebe es, nach Hause zu kommen, mich aufs Sofa zu schmeißen und mich einfach nur daran einzukuscheln. Ich will meistens, wenn ich abends am Sofa liege, gar nicht aufstehen und in mein Bett kriechen, weil es darunter einfach schon so schön warm und kuschelig ist. Und meistens wickle ich mich darin ein und rolle mich so dann irgendwie ins Bett. Anders komme ich eigentlich gar nicht von der los. Das ist einfach so schön weich, ist in dem Fall jetzt, glaube ich, von Depot. Es gibt aber derzeit überall diese Decken gefühlt. Also ich kann gar nicht aufhören, so schön weich und flauschig mich damit einzukuscheln. Ich glaube, wenn ich das Video gedreht habe, werde ich mich auch dick darin einmummeln, wenn ich dann beginne, es zu schneiden. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich jedem empfehlen kann, sich zuzulegen. Aber wie gesagt, Gefahr, man möchte sie meistens gar nicht mehr ablegen. So, das war's dann auch schon mit dem Video hier. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlasst. Wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet, würde ich mich natürlich auch umso mehr freuen, wenn sich das heute noch ändert. Außerdem findet ihr hier unten zwei meiner letzten Videos. Und dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!